Was ist das Mittelalter? Diese Frage scheint absurd und einfach zugleich. Doch wir alle sollten nicht vergessen, dass hinter der Betrachtung einer Epoche immer auch Forschungsthesen und Interpretationen stehen. Die Geschichtswissenschaft, und das ist überaus wichtig zu betonen, bearbeitet Fragen, die wir heute an die Vergangenheit stellen. Somit sind Forschungsergebnisse nicht ewig gültig, sondern aus einem unmittelbaren zeitlichen Kontext heraus zu verstehen. Die Entwicklung der Medievistik in den letzten Jahrzehnten ist auf diese Weise auch ein Stück Zeitgeschichte. Stand im Nationalsozialismus noch die Schicksalsgemeinschaft von Volk und Führer im Vordergrund, so wurde diese Erzählung durch die Sozialgeschichte, die die Gesellschaft und den Strukturen in den Vordergrund rückte, ersetzt. Um 1990 wurde dieses Interpretationsmuster dann von der Kulturgeschichte abgelöst. So entstand gemeinsam mit der historischen Anthropologie die Möglichkeit, das Mittelalter auf eine völlig neue Art zu verstehen. Nun ging es um die Fragen des Alltags der Menschen im Mittelalter, um symbolische Handlungen und Zeichen, um Kommunikation, um Farben und Klänge, um Materialität und Emotionen, um Gewaltausübung und Friedensvermittlung, um das Individuum und sein Verhältnis zur Gemeinschaft, um das adelige Leben, um Umwelt und Tiere und vieles mehr. Das alles hat sich noch zusätzlich in einer Zeit ereignet, die durch Medienwandel und Computerisierung gekennzeichnet war. So hat sich unser Bild vom Zeitraum zwischen 500 und 1500 in den letzten Jahren massiv erweitert. Noch nie war das vermeintlich finstere Mittelalter so bunt wie heute. Wie es dazu gekommen ist und wie vielschichtig das Mittelalter betrachtet werden kann, das können Sie nachlesen in meinem Buch Geschichte in Bewegung – Das Mittelalter jenseits der Politik. Es ist im Kohlhammer Verlag erschienen und außer im Internet vor allem im guten Buchhandel erhältlich.